Susanne Vinzenz-Stauffacher, Sie präsidieren die Jury jetzt zum dritten Mal. Haben Sie die Jury präsidiert? Das war Tor. Wie blicken Sie auf den Jahrgang 2024? Ja, sehr zufrieden. Es war einmal mehr eine wunderbare Aufgabe, aus diesen vielen sehr spannenden Projekten eine Auswahl treffen zu müssen, die Qual der Wahl zu haben. Und das war auch in diesem Jahrgang wieder so. Die vier Preisträgerinnen und Preisträger, wie beurteilen Sie das, punkto Fundament für die Energiezukunft der Schweiz? Ja, das ist so wie bei einem Mosaik. Ein schönes Mosaik besteht aus vielen verschiedenen Mosaiksteinen. Und ich glaube, hier haben wir speziell wertvolle Steine für dieses Mosaik. Und die Energiewende, die lebt natürlich von vielen, vielen Einzelprojekten, die ein gemeinsames Ziel avisieren, den Umbau unseres Energiesystems. Wo sehen Sie die größten Baustellen noch? Es ist natürlich so, dass wir im Bereich Effizienz oder beispielsweise in den Speichertechnologien noch ganz viel Fortschritte machen müssen, um wirklich dann ein Gesamtsystem zu haben, das in sich selber sich gegenseitig befruchtet und gegenseitig auf ein gemeinsames Ziel zugeht.